Goldtest. Jetzt also auch Seat. Die spanische Volkswagen-Tochter schmeißt sich in den heiß umkämpften Markt der Crossover-Kombis. Der Experience basiert auf dem geräumigen ST-Modell des Leon. Bringt also von Haus aus schon jede Menge Goodies, wie zum Beispiel perfekte Ergonomie, sehr gutes Raumgefühl und eine schnittige Grundlinie mit. Auch beim Laderaum gibt es keine Unterschiede zum ST. 587 bis 1470 Liter sind möglich. Soweit, so bekannt. Allerdings darf man sich im Experience über erweiterte Ausstattungsmöglichkeiten freuen. Neue Stoffbezüge, schwarzes Leder oder auch braunes Alcantara sind möglich. Damit man auch ja nicht vergisst, dass man im Experience unterwegs ist, findet man auch gleich ein aussagekräftiges Logo am Lenkrad. Dass die komplette Entertainment- und Sicherheitsarmada des Volkswagen-Konzerns ebenfalls Einzug in den Spanier hält, nimmt man wohlwollend zur Kenntnis. Denn hier unterscheidet er sich ebenfalls nicht von seinem Bruder ST. Wo liegt nun der Unterschied? Das ist leicht erklärt in der Optik. Der Experience ist 15 mm höher als sein ziviler Bruder. Rundum findet man matt-schwarze Anbauteile, die auf seinen erweiterten Aktionsradius verweisen. Die Front und das Heck werden außerdem noch von einem Unterfahrschutz in Aluminiumoptik umschmeichelt. 17 Zoll Alus trägt er als Standard, auf Wunsch sind sogar 18 Zöller möglich. Bei so viel rustikal Schmäh fragt man sich natürlich, kann er denn überhaupt Offroad? Ja, er kann. Der Leon Experience wird natürlich keine Berge niederringen, aber dank eines ausgeklügelten Allradsystems und der erhöhten Bodenfreiheit kann man auch mal den einen oder anderen Wald- oder Wiesenweg benutzen. Und zwar ganz ohne Angst, stecken zu bleiben. Zum Start sind ein 1,8 Liter Vierzylinder Benziner mit 180 PS und drei Dieselaggregate mit 110, 150 und 184 PS erhältlich. Alle Motoren verfügen über eine Start-Stopp-Automatik und das 4Drive genannte Allradsystem. In Österreich wird der Benziner eine untergeordnete Rolle spielen. Der Bestseller wird wohl der mittlere Diesel mit 150 PS werden. Er verspricht einen Verbrauch von 4,9 Litern und angemessene Fahrleistungen. Unser Tipp ist aber trotzdem der 184 PS Diesel, denn er ist mit dem seidig schaltenden 6-Gang DSG zu haben. Unser Go-Fazit, der Seat Leon Experience, ist eine logische Erweiterung der Leon Modellpalette. Hier treffen rustikaler Schmäh auf Top-Allradtechnik und spanisch-feurige Motoren. Arriba! And it was your heart on the line. I really fucked it up this time.